so play like a legend. Ah, let's play like a legend. Welcome to the leaderboard. Ach, Game of Thrones. Hallo meine Lieben und herzlich willkommen bei Holzton TV, sagt euch der Opa Mario, der alte Sack. Ach. Let's begin the 14th. Oh, jetzt wieder. Das hat mir 96 Kraft draus gemacht. Der sollte eigentlich 106 schaffen. Ach, wenn ich das mal raffen könnte, ey. Gezielt. Das gezielt einsetzen könnte. Well played, mate. Plup. And this putt is from Birdie 3 on the scorecard. Plup hat er gemacht. Ach, geht mal zur anderen Seite. Die Linie. Ist mal was anderes, ja. Sehen. Oh, you know you want to. Oh, see, that line was looking good. Fast. Fast. That's just about 3 feet away. Well hold. Let's move on. Our leader is up by a whopping 6 shots now. Well, let's get amongst this 15th hole. Fairly simple and straightforward tee shot here as the fairway pitches in from both the right Meter. And left hand sides. So hitting the fairway shouldn't be much of a problem. From there, the wieder. Second shot goes straight back up the hill to a green that's protected by bunkers on the left hand side. Die Bremse wollten wir gar nicht. That was wonderfully done. What kind of shot are they facing here, Henny? He's setting up here from about 115 yards. What a drive that was. Opting for the 9-iron. Well, this one might need to get down a little. Boah. So weit. And he's down there. You got a read? This is so long, I don't even have words for it. It's just so weit weg hätte ich nicht gedacht. Na, machst du noch eine Kurve? Nee. Und oh, what a great stroke. Oh, das ist das nicht ärgerlich, sowas? Ist das nicht ärgerlich? Too heavy handed there. Aber nicht mehr zu ändern. Par part here. Let's see if we can make it. Wenn der Drops gelutscht ist, ist er gelutscht. Weg. Hm.
like the look of this one. Ach, das ist doch nicht. Putting for bogey here. Boah. Was habe ich denn für eine Schwierigkeit eingestellt? Well, they say a bogey pleases someone. The rest of the field buoyed now after that drop shot by our leader. Yeah, nice to have that cushion heading down the last few holes. Next up is this par 4 hole. Ach so, next up, weiter. Back, it's just a fairway metal or a long iron off the tee and a wedge from there to a green that's not very deep but wide. Every once in a while though, they'll move the tee box up and when they do, get after it. Second shot here on the 16th. Hab's auch drauf. Und nicht wegrollen, jawohl. That was a shot of high caliber. Dare I say, Luke, this player has been in fuego with his approach shots. Another green in regulation. This one's for birdie. Oh. Up, it could be in. Dankeschön. 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 Das war, das tut gut. Managing to maintain their position on the leaderboard after that effort. Two holes to go, Luke. Can they hang on? Always positive coming off. Ach, jetzt geht's über das Wasser wieder. Man sieht, die ist ein bisschen wenig, ne? Gibt es 102? Geht das 102? Gut. Okay. Handy effort that one. Never seen a scorecard that doesn't look good with a two on it. 102 war okay. Ja. This putt is of 9 feet. I like the look of this. And there it is. Now 6 shots in front after that hole. Gucken, wie der letzte war auch noch so komisch, ganz komisch, ne? Chance to ice the tournament here, holding the lead, playing the last. Ein Teich drumherum. Wow, that was just right. And he's down there. Yep, I've paced this. He's got around 195. Wow, that one was a fairway splitter. Looks to have chosen the 7-iron. Looks like they're definitely so going gerade for so. It. Gut. Halt. Well, this person displays the power game in pure fashion. Nein, there. Es wird gerade so draufkommen. You just dream about days like today. Greens and regulation spot on all day. Awesome. Putting for an eagle. Ja, ja. Quatsch mal nicht dazwischen. Zu viel. Good.
Wo ist er denn hin? Ich habe nichts gesehen. Always nice when you can just go ahead and tap one in for birdie. Ich hätte auch gerne einen Eagle, gebe ich ehrlich zu. And congratulations. Dankeschön. Danke, Xander. All around this week, coming here at TPC Twin Cities by this winner. Congratulations. Jo. Trinken. Erstmal was trinken. Well, when it comes to performances that they'll remember, that certainly has to be one of them. Ah, da ist wieder einer. Play today. Yes, Luke, no one can catch this player, let alone their rival. On behalf of Rich Beam, Henny Kuyak, John McCarthy, auch schön, doch. And Luke Elvey saying so long from 2K Sports. Oder? Doch, der ist auch schön. Aber drehen kann man den nicht, ne? Nee. Drehen. Jo. Dankeschön. Weiter, weiter, weiter. Und weiter. Boah. Und weiter. Hier auch weiter. Da ist ja nicht, da steht doch nichts Besonderes, oder? Also richtig nicht. Also nichts, nichts, was mir was wirklich was sagt. Ja, das ist interessant, Alter. 100 und 250. Cool. Schön. Dankeschön. Können wir schön eine Uhr kaufen für Roche. Der mag Uhren, weißt du? Nächste Runde. Bestätigen. Nein. 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 Ah, Brooke. Und Brooke und Colin. So, dann, wie sagt man, machen am besten immer, immer, ist ja egal, machen immer der Reihe nach. So. Okay, und dann machen wir aber erstmal einen Break und dann geht's mit der Brook. Rocket Montage, oh, das war interessant, glaube ich. Ja, dann machen wir dann mit Rocket Montage, machen wir weiter. Erstmal einen Break. Dankeschön fürs Zuschauen, bleibt schön gesund, bis nachher.